Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Ich bin der Drachenbursche und grüße natürlich heute nämlich den Adrian, außerdem den Andi, den Tim Luca, das ist ein Doppelname und noch Salem grüße ich auch noch. Das ist ein Kater. So, wo waren wir letztes Mal stehen geblieben? Wir waren doch genau hier, waren wir stehen geblieben. Im Nobelviertel. Für mich auch schon wieder zwei Wochen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber nichtsdestotrotz waren wir hier im Nobelviertel stehen geblieben, waren hier gerade in der Ecke unterwegs. Ich glaube, da oben müssen wir nicht drauf, da waren wir schon mal. Nee, da geht's. Obwohl, oh, komm. Nehmen wir den mit, den Stein, wenn wir ihn hier schon sehen. Brauchen wir natürlich den Bauarbeiter, der war hier. Ist mal immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist immer das Problem bei meinen Let's Plays, dass ich meistens halt nicht so viel Zeit habe und deswegen nur alle paar Wochen mal ein Spiel aufnehme und dann erstmal wieder kurz brauche, um reinzukommen. Aber kriegen wir alles hin. So, die bringen ja 20.000, nachdem ich den Zweifach-Multiplikator bekommen hatte, ja. Nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte. Danke nochmal für den Hinweis auf jeden Fall. Und ich wollte gerade zu diesem Parcours hin, weil den haben wir letztes Mal, glaube ich, nicht mehr geschafft gehabt. Und der wird mir ja auch auf der Karte angezeigt, von daher kann ich den ja eigentlich gar nicht verpassen. So, dann, ich glaube, ich nehme aber den Astronauten eher für den Parcours. Wo ist der Astronaut? Astronaut? Da, genau. Henry Kowalski war ja der Astronaut. Ich weiß gar nicht mehr, hatten wir die alle, die Eisautomaten, hatten wir die alle schon? Ja, die hatten wir alle schon, da wird einem nichts mehr angezeigt. Okay, dann machen wir den Parcours. Und, wollen natürlich den auch schaffen, damit wir hier einen weiteren goldenen Stein bekommen. Weil immer mal wieder Leute nachfragen, wie viel Prozent ich aktuell habe. Aktuell sind es 52% gewesen, habe ich gerade nochmal nachgeschaut extra, deswegen, ups. Da muss man sich entlang schwingen, um weiterzukommen. Der erste von 4, okay, das ist eher ein kurzer Parcours. Na komm, dann darüber. Ja, der ist natürlich flott unterwegs, der Kerl hier. Ah, einmal hier rüber, so, den Teil fliegen wir gleich. Wenn wir schon fliegen können, dann fliegen wir natürlich auch. Okay, da müssen wir rüber. Frage ist gerade, wo sind die nächsten Uhren? Ah, da ist noch eine Uhr. 3 von 4. Mal kurz abkürzen. Jetzt ist natürlich gefährlich, wenn ich jetzt springe, könnte ich ganz runterfallen, aber mache ich nicht. Ich lande direkt da, wo ich landen wollte. Hat auch mal jemand gefragt, ob es mir nicht irgendwann langweilig wird, die 100% zu machen. Also ich finde es momentan noch echt spaßig, hier die 100% zu machen. Weil man nur langweilig oder nicht, sagen wir mal nicht langweilig, aber nervig wird es immer, wenn man nichts mehr findet. Wenn dann nur so ein paar wenige Sachen fehlen, dann wird es langsam nervig, aber momentan ist es alles sehr entspannt. So, hier haben wir wieder mal entspannt den nächsten Parcours geschafft, mittlerweile schon 8 von 19. Ja, dafür haben wir den Cowboy freigeschaltet und natürlich noch einen goldenen Stein bekommen. So, jetzt können wir mal wieder scannen eine Runde. Vielleicht sehen wir hier ja noch was irgendwo in der Nähe. Zum Beispiel, da oben ist ein Superstein angezeigt, da vorne ist ein Farbwandler. Das ist zwar alles schön und gut, aber momentan nichts, was wir gebrauchen können. Deswegen will ich mal nochmal in die Richtung gucken. Also da sehe ich jetzt auch nichts mehr. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen mehr in die Stadt vielleicht rein. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Mittlerweile hat er hier auch alle schon Nitro, das ist natürlich auch eine angenehme Sache. Haben wir hier echt die Mission gemacht schon? Ich glaube, was war das? Ah, das waren die Fahrzeuge. Nee, Mission haben wir hier gar keine mehr gehabt, oder? Was bist du? Warum wirst du mir angezeigt? Ist da so eine Polizei? Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ich weiß gar nicht mehr, was das Symbol bedeutet hat. Wir schauen uns das trotzdem mal an. Wenn es da schon ein extra Symbol gibt. Kann man da irgendwie rein oder so in die Bibliothek? Nee. Ich glaube nicht, da waren wir auch schon mal hier in der Ecke. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir hier schon mal fleißig gescannt hatten. Oh, da unten ist noch irgendwas angezeigt. Ein Hinweis. Sehr gut. Dann gehen wir mal zu dem Hinweis. Kein Hinweis wird vernachlässigt oder so. Muss noch irgendwo was sein. Okay, mir... Okay. Muss man das einfärben vielleicht hier? Die sehen so uneingefärbt aus. Gemacht haben wir es auf jeden Fall noch nicht. Blau? Okay. Grün? Aber das bringt nichts. Da wird nicht irgendwie eins von irgendwas angezeigt. Nee, das müssen wir, glaube ich, nicht machen. Der Hinweis ist auch, glaube ich, noch mal einen Tick weiter unten. Der ist hier, der Hinweis. Der ist hier irgendwo. Müssen wir vielleicht die? Nee, kaputt machen. Einfärben müssen wir die auch nicht. Hier ist der Hinweis. Angeln müssen wir nicht zu... Ah, doch, wir können hier was zusammenbauen. Ah, 1 von 3 Angeln müssen wir hier zusammenbauen. Ah, ich verstehe. Na, umso besser, dass wir hier nochmal runtergegangen sind zum Hafen. Ich das gerade durch Zufall gesehen habe. Oh, welche Taste muss ich drücken? Ja, müssen wir mir... Das war gemein, mir wurde nicht mal angezeigt, welche Taste ich drücken soll. Hey, da kann ich es auch nicht machen, wenn mir nicht angezeigt wird, welche Taste ich drücken soll. Frechheit. So, jetzt aber nochmal. Nee. Ah, okay. Kreis ist es. Ich habe jetzt einfach auf Verdacht Kreis gedrückt gehabt. Ja, fiese Sache. So, okay, das bringt nur Münzen. Also wir müssen die nur aufbauen, die Angeln. Schätze ich mal. Das sollte reichen. Ja, hier unten waren wir noch nicht am Hafen. Ups. Die hier wahrscheinlich auch nochmal kaputt machen. Ja, genau. Dann bauen wir die hier auch nochmal auf.
Hier gibt es bestimmt noch mehr zu holen. Ich gucke gerade nochmal, ob es hier noch irgendwie irgendwas anderes gibt hier unten. Da esche ich Gurke auf meinem Sandwich. Das ist auf jeden Fall ein Ganove oder so, weil er irgendwie so was Rotes hat. Da vorne ist noch ein Schwein. Hier oben. Hier ist auch noch ein Schwein. Das wusste ich nicht. Warte, hab ich das? War das gerade in der Richtung? Nee, das war hier drüben, oder? Das Schwein war. Auf dem Museum des Schwein hatten wir, das weiß ich. Okay, das muss weiter hinten sein. Vielleicht ist es auch im anderen Gebiet schon, das könnte natürlich sein. Da vorne ist auch noch was zu erforschen. Wir waren hier auch in der Ecke gar nicht. Also hier unten am Pier waren wir noch nicht unterwegs. Hier gibt's Kaffee. Oh, hier gibt's Blumen zum Gießen, aber die bringt erstmal nichts. Ich suche gerade noch die letzte Angel. Da vorne ist sie, glaube ich. Also zumindest ist da vorne eine Angel. Vielleicht ist es ja. Oh, und da könnte vielleicht auch noch ein super Stein drin sein. Ah, es ist verlockend auf jeden Fall. Hier gibt's noch viel zu sehen. Ja, da ist noch ein Stein drin. Perfekt. Dann haben wir den aufgefunden. Oh, wollte gerade sagen. Wurde mir erst gar nicht angezeigt, der wertvolle Felsbrocken. Dann gedacht, hier, den hätten wir schon gehabt, aber nee. Ja, mittlerweile weiß man so ein bisschen, wo man Ausschau halten muss. Die Hälfte der goldenen Steine habe ich leider noch nicht. So, bist du der Letzte? Ja, du bist der Letzte. Sehr gut. 3 von 3, das bedeutet wahrscheinlich eine Charaktermarke. Da vorne ist die Schweinekanone. Ja, die taucht da oben auf, die Charaktermarke. Oh, der sieht interessant aus. Was auch immer das ist, was da drin ist, aber sieht interessant aus. Vorne ist auch noch was. Oh, das ist so schrecklich, wenn man in allen Ecken immer was sieht, was man holen will. Was ist da vorne? Ach, das ist eine Katze. Ach nee, Entschuldigung. Das ist ein Farbfärber. Wobei es natürlich auch interessant ist, wo man das Farbding hier brauchen kann, aber... Okay, erstmal machen wir das Farbding nicht. Hinten ist auch noch eine Mission, aber... Okay. Das ist, die haben wir noch nicht gemacht, glaube ich. Ich bin auch so blöd. Habe ich vorhin echt die Mission übersehen gehabt. Das ist gerade so wie so ein Kind im Spielzeugladen, fühle ich mich gerade. Überall gibt es was zu sehen, überall kann ich was machen und ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Oder wie so ein großer Fisch, der irgendwie so für so einen ganzen Fischschwarm vor sich hat und gar nicht weiß, wen er zuerst fressen soll und deswegen dann gar keinen frisst. So geht es mir ungefähr gerade. Zu viel des Guten oder so. Schauen wir trotzdem nochmal, wo das Schwein ist da hinten, ob das im anderen Bezirk ist, weil wenn es im anderen Bezirk ist, dann hole ich es nicht. Aber wenn es in dem Bezirk hier ist, dann hole ich es auf jeden Fall, weil dann kann ich es nämlich da hinten bei der Schweinekanone abgeben, wo ich eh hin wollte. Von der Richtung her, von daher wäre das gar nicht so schlecht. Sollen wir mal einen kurzen Scanny hier machen. Das Schwein ist noch sehr weit weg. Ich glaube, das Schwein wird eher im anderen Bezirk sein. Oh, da oben ist noch was. Müssen wir da etwa nochmal hoch. Oh, ärgerlich. Schau gerade nochmal auf die Karte hier, wie weit das Schwein weg ist. Ja, das Schwein ist definitiv im anderen Bezirk. Okay, gut. Ne, dann holen wir das Schwein erstmal noch nicht. Warum denn diese Sachen hier? Ich meine ja auch, dass man die irgendwie einfärben müsste hier, weil die sind so weiß, aber es wird einem irgendwie nicht angezeigt, dass man die einfärben muss. Na gut. Ich glaube, da oben drauf, da kann man nur, indem wir geflogen sind, oder? Kann das sein? Ich fürchte, so kommen wir da oben gar nicht drauf. Von hier unten. Auch wenn hier zwar ein paar blaue Münzen rumliegen, aber... Ja, da sind wir damals von der anderen Seite irgendwie rüber geflogen, das weiß ich noch. Ah, nee, dann lassen wir das erstmal. Dann lassen wir das erstmal auf der Seite sein. Oder von wo sind wir da drüber geflogen? Ich glaube, von den Gebäuden sind wir rüber geflogen. Kann ich hier noch hochfliegen? Mal kurz meinen Astronauten. Wo ist mein Astronaut? Da ist mein Astronaut. Ich werde auch mal wieder die Charaktere wechseln, keine Sorge. Ich werde immer, wenn ich eine Mission anfange, wechsle ich die Charaktere. Damit wir hier nicht immer mit denselben Charakteren spielen. Aber irgendwie so dauernd wechseln möchte ich sie auch nicht. Und das Problem ist, den Dieb zum Beispiel möchte ich nicht wechseln, weil beim Dieb brauche ich nun mal jemanden, der stark ist. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass der einzige Starke wirklich der hier Rick Fury ist. In sämtlichen Ausführungen. Von daher kann ich da auch erstmal keinen anderen Charakter nehmen. Jetzt wird mir das klar, sind so Fahrradständer sind das, oder? Das könnte natürlich sein. So, nochmal einen kurzen Scan hier machen. Scan, 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 scan. Oben auf dem Ding ist nichts drauf. Okay. Sollen wir dann gleich die Mission machen oder machen wir schon mal erstmal mal kurz rum? Schauen wir nochmal ganz kurz hier rum und machen dann die Mission. Oder? Ach komm, machen wir gleich die Mission, wenn wir schon hier sind, oder? Machen wir die Mission. Die Mission im Nobelviertel hier im Museum. So. Ja, Nobelviertelmuseum. Da fehlt uns auch noch einiges. Ja, ich bin mir sicher, dass ich das auf jeden Fall machen möchte. Aber vorher wechseln wir nochmal die Verkleidungen, damit wir dann nochmal ein paar neue sehen. So, der Detektiv war zwar ziemlich cool, aber da gibt es natürlich auch noch andere, die wir nehmen können. Zum Beispiel Duke Huckleberry könnten wir mal nehmen. Ach komm, nehmen wir Huckleberry mal. Der ist auch geil, der hier. Aber erstmal nehmen wir Huckleberry hier. Dann,
Nein, da bin ich nicht rein. Dann nehmen wir noch hier jemand anderen. Rex Fury haben wir ja momentan. Jetzt nehmen wir einen anderen Rex Fury vielleicht. Den hier können wir mal freischalten. Wenn wir ihn noch nicht haben, bringt ja alles Prozente. Oh, Rex Fury mit bloßer Brust. Na, den holen wir uns doch, oder? Dann nehmen wir ihn mit bloßer Brust mal. So, Stinker Fletcher haben wir momentan als Bergarbeiter gehabt. Aber hier gibt es noch mehr Bergarbeiter-Auswahl. Die Auswahl bei Bergarbeitern ist jetzt nicht so grandios. Da kann man sich auch selber einen erstellen, wenn man das möchte. Aber, ach komm, nehmen wir hier Todd Greyback. Der sieht doch auch ganz nett aus. Dann, Astronaut. Haben wir auch wieder einen neuen. Da gibt es ja auch jede Menge Astronauten hier. Okay, das, was ich vorhin gerade freischalte, war kein Astronaut. Ich hätte gedacht, das wäre ein Astronaut, aber war es nicht. Weltraumwissenschaftler. Der sieht ja auch nett aus. Und nehmen wir so einen, der so richtig astronautisch ausschaut. Ja, nehmen wir den hier. Nehmen wir den hier, der heißt nur Astronaut. Außerdem haben wir hier noch einen Farmer. Da hatten wir letztes Mal Unruhestifter Phil. Der sieht eigentlich auch ganz witzig aus mit seinem Bart. Aber schauen wir mal, was wir sonst noch hier haben. Farmer Rooster. Wer bist denn du? Farmarbeiter Bob. Nehmen wir Bob? Wir nehmen Bob. Wir nehmen Bob. Und dann haben wir hier bei der Feuerwehr, die Dame hatten wir, glaube ich, haben wir die überhaupt mal gespielt? Ich weiß gar nicht. Oft hatten wir sie auf, ne, die haben wir, glaube ich, kein einziges Mal verwendet, oder? Na komm, dann lassen wir die erstmal noch. Weil wir irgendwie die Feuerwehr in letzter Zeit gar nicht so häufig brauchten. Dann haben wir hier nochmal einen Bauarbeiter, den wir ändern können. Nehmen wir den hier mal, oder? Den Hafenarbeiter. Scheint auch eine Art von Bauarbeiter zu sein. Und dann zu guter Letzt den Spartaner müssen wir auch wieder auswechseln. Und dafür können wir uns Spezial nehmen. Was nehmen wir uns? Wir können uns mal Robin Hood nehmen. Robin Hood wäre natürlich auch witzig. Oder den... oh, hier haben wir viel freigeschaltet. Da lohnt sich es auf jeden Fall ab und zu mal reinzuschauen hier. Ein Pharao. Ah ja, der Pharao. Also der Pharao passt ja echt zum Museum. Dann nehmen wir den Pharao. So, wir beginnen die Aufgabe. Nachdem wir uns jetzt hier doch ein bisschen vergnügt haben. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das Level jetzt... wenn ich alle Sachen gefunden habe, ob ich es dann abbrechen soll und rausgehen soll direkt oder ob ich es bis zum Ende spielen soll, weil letztes Mal hatten wir ja das Problem in der Bluebell-Mine, dass mir dann immer das Spiel abgestürzt ist, wenn ich es nicht normal zu Ende gespielt habe. Von daher, naja, schauen wir mal. So, die Zwischensequenz brauchen wir uns nicht anschauen. Dafür können wir hier gleich gießen. Ach, euch, ihr wollt euch boxen, aber nicht mit dem Farmarbeiter. Oh, es gibt noch Anrufe, sehr schön. Ah, die Anrufe kommen auch gar nicht durch, oder? Ne, die Anrufe kommen, glaube ich, auch nicht durch, wenn man hier in der Mission drin ist. Gut, aber den Farmer hatten wir zu dem Zeitpunkt, glaube ich, damals auch schon. Also da kann man, glaube ich, dann in dieses Aquarium hier rein. Ja, da ist auch ein Stein drin, aber das ist nur ein bunter Stein. Da dachte ich erst damals, das wäre der rote Stein. Hat mich schon übelst gefreut und dann war es aber nicht der rote Stein. 1 von 5 Blumen. Okay, okay. Der läuft ja geil. lustig. So, hier machen wir mal auf. Dieser Wagen hier hält den Geschwindigkeitsrekord. Er fiel aus dem Transportflugzeug und erreichte eine Endgeschwindigkeit von 500 Meilen pro Stunde. Ich bin hier immer noch begeistert, dass sie den auch so wieder zusammenbauen konnten. Genau, hier können wir direkt aufmachen. Und zwar mit unserem jetzt T-Shirt-losen Rex Fury. Wer braucht schon ein T-Shirt? T-Shirts werden überbewertet. Meint zumindest Rex Fury. Ah, und da kommt mir hier aufmachen. Okay, na gut. Einmal dran setzen und auch noch aufbauen, lieber Rex. Hat ja auch eine schicke Schlange da auf seinen Arm tätowiert. Na dann, der Wagen... Ah ja, das kannst du wieder nicht. Da brauchen wir unseren Duke Huckleberry. Ups. Ah, da müssen wir ziehen, genau. Wahrscheinlich ohne uns jetzt. Gut, der fährt zur Seite weg. Ich dachte schon, ich würde mich hier selbst überfahren. Ah, fast hätte er die beiden Wachen hier überfahren. Das hätte mir wieder viel Arbeit gespart, aber... Hat er leider nicht gemacht. Leider, leider. Wow, ups, jetzt wird man schon im Museum fast überfahren. Gefährlich hier, gefährlich im Museum. Tags im Museum. Und, ja, boll. Der Kranich hat rausgehauen. So, und jetzt machen wir mal einen kurzen Scan hier. Und schauen mal, wo es hier was zum Scannen gibt. Okay, da gibt es Hinweise. Hier unten gibt es noch was? Was habe ich denn da übersehen gehabt? Und wer ist da oben zur Hölle? Oh Mann, hier gibt es auf jeden Fall viele Hinweise noch. Ist hier drinnen was? Echt jetzt? Wo ist denn da drinnen was? Da sieht man noch gar nichts. 1 von 5. Oh, die kann man leicht übersehen. Huhuhu. Das hätte ich ja nie gesehen, wenn das mir nie angezeigt wurde. Okay, das ist übel. Sowas siehst du doch nicht normal. Genau, das haben wir jetzt gerade geholt gehabt. Die sind da oben, alle die Sachen. Ich versuche es so nach Etage zu machen. Was ist da noch? Verkleidungsmarke. Aber ich glaube, die ist eher auf meiner Etage hier, oder? Bin mir da gerade nicht so ganz sicher, wo da was ist. Wir müssen auf jeden Fall den Zug zurückbringen, glaube ich. Egal, wir sprengen hier erstmal. Erstmal sprengen, fangen wir mal so an. Mit Todd Greyback. Der ist unser Sprengmeister. Hey, sprengen sollst du. Hast du kein Dynamit dabei? Oh, oh.
Ach, der kann nur in der Stadt verwendet werden, der unbegrenzte Dynamit-Schild. Für was haben wir ihn denn dann? Ah, das ist doch auch dämlich, oder? Da hat man unendlich Dynamit und dann darf man sie in die Missionen nicht verwenden. Also bitte, Lego City, hm? Das will ich schon ein bisschen. Naja. Verstehe aber nicht, warum sie das gemacht haben. Normalerweise kann man die Cheats auch immer und überall verwenden. Mysteriös, egal. Wir haben ja zum Glück hier das Dynamit gefunden. Deswegen hält es uns jetzt nicht so lange auf. Aber komisch ist es trotzdem. Was soll's. So, zurück mit der Eisenbahn. Mit der Dampflok. Ein paar Meter zurücksetzen. Auf Wiedersehen. Oh, einmal durchlassen. Dankeschön. Ja, jetzt können wir... Den kann man hier... Es sieht auch schon so aus, als könnte man es kaputt machen. Aber man kann es momentan noch nicht kaputt machen hier. Was mit dem Ding hier auf sich? Das kann man aber kaputt machen. Dann kann man noch so ein kleines Fahrzeug hier machen. Damit wahrscheinlich dann hier wieder irgendwas aufmachen. Und kann dann das hier kaputt hauen. Und auch wieder zusammenbauen. Haben wir das letzte Mal... Ob wir das letzte Mal so zusammengebaut hatten? Ja, wahrscheinlich schon. Ah ja, doch, das... Ich meine, das hatten wir damals alles gemacht gehabt. Ich gehe einfach mal fest davon aus. Das kann man wahrscheinlich auch noch kaputt machen und irgendwie wieder zusammenbauen. Nein, kann man nicht. Ah, da hinten... Achso, das ist bloß so ein Superstein, der dahinter ist. Einmal ausfahren, bitte. Genau, und da holen wir uns aber nochmal das Dynamit, wenn wir hier eh schon sind. Nicht, dass wir hier noch Dynamit liegen lassen. Oder jagst du bloß den Automaten in die Luft? Nein. Er jagt bloß den Automaten in die Luft. Gut, die Steine nehmen wir gerne mit. Auch wenn das jetzt gerade nicht unser primäres Ziel war, aber... Was soll's. So. Einmal nochmal drehen. Und dann kommen wir nämlich auch eine Etage höher. Wie kommen wir denn da an das Ding ran? Da können wir uns nur bequatschen lassen, oder? Diese Dampflok wurde bei der Eröffnung des ersten Lego City Bahnhofs vorgestellt. Ihr erster Einsatz war aber erst 2 Jahre später, nachdem der zweite Bahnhof fertiggestellt wurde. Ach genau, da brauchten wir den Schlüssel, jetzt sehe ich es auch. Jetzt sehe ich es wieder, den Schlüssel brauchten wir da. Und da müssen wir irgendwie auf die andere Seite rüber hier. Da können wir direkt einfärben. Ah, hier oben ist das auch mit der Mumie. Das Elektrizitätszeug. Genau, den Stein hier können wir auch mitnehmen. Wo muss der hin? Nach unten muss der. Ah, den können wir hier verarbeiten. Okay, rein damit. Ach, da konnten wir den Schlüssel mitmachen. Genau, und dann kamen wir hier rein und... Ja, gut. Ich erinnere mich. Auch wenn schon etwas her ist, aber das hatten wir damals auch alles gemacht. Und da oben gab es irgendeinen Superbau, den man, glaube ich, bauen musste. Deswegen musste man hier auch die Sachen finden. Okay. So, die Kiste nehmen wir hier auch gleich mit, weil die brauchen wir auch noch vorne irgendwo. Nichts wird liegen gelassen. Keine Kiste wird zurückgelassen oder so ähnlich. Genau, da können wir das reinstellen. Da kriegen wir die zweite Blume. Ich finde diese Wikinger-Ausstattung immer noch cool da oben. Mal schauen, ob wir jetzt noch irgendwas Neues mit dem Boot machen können oder so. Das wäre natürlich cool. Genau, das können wir hier zusammenbauen, den Teil. Damit hier wieder das Öl fließt. Diese Wissenssachen müssen wir uns ja nicht anhören, aber den machen wir kaputt. Dann können wir nämlich hier noch einen okay, das wäre bloß ein Farbwandler. Was braucht denn den Farbwandler? Achso, da braucht man, um meine Schlüssel ranzukommen. Hier seht ihr übrigens nochmal den, den Fahrer oben möchte ich auch nochmal sehen an der Stelle hier. Kann aber auch nicht viel. Sehr viel hat er auch nicht an. Aber gut, das passt ja auch. Ist ja gerade relativ warm hier. Wobei, im Museum ist vielleicht eine Klimaanlage an, dann ist es vielleicht nicht so angenehm, aber... Naja, der arme Kerl wird schon damit klarkommen. So, unser Hafenarbeiter. Auch Meister der Elektrizität hier. Er weiß, wie man damit umzugehen hat. Wie man hier die Gefahr bannt. Und wie wir hier an unsere Mumie drankommen. So, einmal aufhebeln bitte, lieber Rex Fury. Gleich ist es wieder Mumienzeit. Tada, da ist die Mumie auch schon. So, wir haben das erst gefunden. Erste Charaktermarke hier in dem Level. Dann machen wir noch kurz einen Scan hier, nicht, dass wir hier in der Etage noch was übersehen. Also hier ist nichts mehr. Da unten scheint auch nichts mehr zu sein. Außer das Ding da unten und das haben wir schon. Außer das da unten ist nochmal was anderes, aber ich meine, das ist das, was wir... Oder? Zeigt das direkt, wenn das jetzt auf dieses komische... Nee, das... Ups. Er zeigt weiter hier vorne runter. Nee, das haben wir schon. Manche Sachen werden irgendwie... Manche Sachen gehen irgendwie nicht weg, die werden dann irgendwie länger angezeigt. Keine Ahnung warum. Oder? Sag mal, also vorsichtshalber gehe ich nochmal runter, weil das ist mir doch zu unsicher, aber... Ich meine, dass das ist das, was wir schon gemacht haben. Oder ist es nochmal was anderes? Keine Ahnung. Wir schauen einfach. Vorsichtshalber, nicht, dass wir hier zweimal rein müssen, aber... Nee, das ist schon... Es ist echt mies, das siehst du nicht da unten. Das siehst du echt nicht. Also wenn du es nicht weißt, siehst du es nicht. Nee, aber das war alles. Nee, passt, alles gut.
Wir können weiter nach vorne schreiten in die nächste Etage des Museums, wo es natürlich auch noch jede Menge Zeug zu holen gibt und das nur darauf wartet, unsere Prozente hier aufzufüllen. Rüberspringen bitte. Und hopp und hopp und hopp. Genau, die 5 machen wir hier auch. Wobei, die wurden mir gerade eben nicht mehr markiert. Das heißt wahrscheinlich, dass wir sie schon haben alle, oder? Egal. Rein da. So, du bist auch gegossen. Auch wenn du kein Pudel bist. Kannst zumindest kein begossener Pudel sein. So, genau, hier gab es noch jede Menge Zeug. Da drüben sind 2 Sachen mir direkt angezeigt. Und da oben ist noch eine. Okay, müssen wir mal gucken, was es ist. Ach, das sind wahrscheinlich diese... Ah, das sind die 2 Sachen. Genau, da hatten wir unten den einen vorhin schon gehabt. Okay, den hier müssen wir auch irgendwie bedienen. Das war das U-Boot, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, da kamen wir hier an den Stein ran. Sonst hat das U-Boot aber, glaube ich, nicht so viel gebracht gehabt. Genau, und hier konnten wir es noch steuern. Ja, die Fische können wir damit... ups, ich mache mein U-Boot gleich kaputt. Können wir die Fische da irgendwie wegcrashen oder so? U-Boot hat sein Ziel gefunden. Ne, das U-Boot bringt uns dann bloß das Ding hoch. Das war zwar ganz cool, aber hat uns in dem Fall jetzt auch nicht so viel weitergebracht. Ach genau, hier müssen wir es hinbringen. Hier müssen wir es hinbringen, hier kommt es wieder U-Boot nach oben und da ist dann auch gleich schon unser Stein, oder? Ach genau, dann können wir den Stein hier wieder mit raushebeln. Genau, der Stein holt dann das U-Boot mit, der Kran holt dann das U-Boot mit dem Stein raus. Perfekt, perfetto, perfetto. So, jetzt gibt doch den Stein her, wieder. Die beiden Sachen, schätze ich mal, werden immer noch angezeigt hier auf der Seite. Ja, das können wir mittlerweile. Dass hier alle doppelt und dreifach angezeigt wird. Was hat es da oben mit auf sich? Ah. Kommen wir daran. Vielleicht müssen wir das. Ah, das kann sein, dass wir das einfärben müssen, vielleicht. Nee, auch nicht einfärben. Mysteriös. Okay, werden wir auch noch herausfinden, was es damit auf sich hat. Hey, ich kann noch einen Superbau machen. Der T-Rex muss da drin sein. Ja, ich wollte eigentlich nicht den Flieger zusammenbauen. Ich wollte eigentlich erst noch was anderes machen. Ich glaube, das Schiff braucht wir nicht wieder für irgendwas. Wobei, nee, jetzt können wir auf das Schiff drauf. Ah, jetzt können wir mit der Kanone, können wir das Ding da vorne aufschießen. Jetzt sehe ich das erst. Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Langsam ergibt alles Sinn. So, die nächsten Blumen haben wir auch. Die paar Münzen, die jetzt da oben uns gerade verloren gegangen wären, auf die verzichten wir jetzt einfach mal. Genau, da hatte ich nämlich letztes Mal nicht gecheckt gehabt, was ich hier machen kann. Und weil ich mir gedacht habe, was bringt das? Hier ist doch gar nichts. Aber hier ist nämlich schon was. Hier ist nämlich diese Kanone. Die habe ich letztes Mal echt übersehen gehabt. So. Ich glaube, dass ich sie übersehen habe. Ja. Den Ancestor habe ich jedenfalls noch nicht gehabt. Ups. Einmal bitte dranhängen und nach oben. Hier oben ist noch eine Pflanze. Wie gesagt, die hatten wir, glaube ich, eh alle, die 5 Pflanzen. Aber, ah, vor allem ist da noch ein T-Rex. Ausstellungsschild. Das brauchen wir auf jeden Fall. Na komm her. Ah, so mit. Er kann ja auch schießen. So, 4 von 5. Sonst noch irgendwas hier oben zu holen, was wir uns dringend holen müssen. Nee, dann ist unser eins, dann ist unser nächstes Ziel hier. Weil das andere ist dann nur so ein Stein. Da müssen wir da unten aber gar nicht rein, glaube ich. Rote Steine, glaube ich, werden uns auch angezeigt, oder? Weil hier uns fehlt nämlich auch noch der rote Stein in dem Gebiet hier. Aber der wird dann wahrscheinlich irgendwo da sein, wo der große T-Rex ist. Nehme ich jetzt einfach mal an, oder? Ah ja, genau, hier ist der letzte T-Rex. Ups. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir 3 Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.